Hallo liebe Zuschauer, hier möchte ich Ihnen gerne die Schallzahnbürste von PCS vorstellen. Das ist hier dieses Modell. Ich mache hier ein kleines Unboxing-Video und erzähle ein bisschen was darüber. Ich habe selber einige Schallzahnbürsten in der Familie, aber diese ist speziell für meine Frau gedacht, da sie auch so ein Modell haben möchte. Okay, dann ich zeig mal eben auf, was alles vorhanden ist, wie es funktioniert und und meine Einschätzung im Endeffekt. Okay, fangen wir an mit dem wertige Verpackung. Sieht fast aus wie eine Handyverkaufshülle im Endeffekt. Macht einen ordentlichen, guten und stabilen Eindruck. Also kann man auch schön verschenken, wenn man möchte. Obwohl man ja Zahnbürsten eigentlich eher selten verschenkt. Gut, was haben wir hier? Irgendwas Chinesisches kann ich nicht lesen. Was haben wir hier? Auch irgendwas Chinesisches. PCS. Und da haben wir hier die Bedienungsanleitung. Ja, die hat mich ein bisschen herausgefordert. Der Text ist auf Chinesisch, kann ich nicht, und auf Englisch. Englisch kann ich, also mein Schulenglisch sollte reichen eigentlich. Aber mitunter ist es so klein geschrieben, ich musste mir da ein bisschen behelfen, indem ich mein Handy genommen habe, das abfotografiert habe und vergrößert habe. Daher an den Hersteller bitte daran denken, die Schriftgröße so zu ändern, dass man das lesen kann. Die Symbole sind gut erkennbar. Ich konnte es dann nachher lesen, klar, wenn ich das mit dem Handy vergrößert habe, aber Sinn und Sache ist es jetzt nicht im Endeffekt. Daher, das fand ich ein bisschen als Minuspunkt, war aber jetzt auch nicht so ausreichend, weil das auf der Produktseite gut beschrieben ist, dass ich daher einen Stern abziehen sollte. Weil auf der Produktseite so sind die Funktionen und wie es gehandhabt wird, eigentlich auch sehr gut erklärt. Viel mehr steht hier auch nicht drin. Eigentlich nur mit ein paar Bildern mehr dabei. Okay, das nur mal informativ. Ich habe das nämlich alles recherchiert. Gut, kommen wir jetzt mal zu der Zahnbürste selber. Ja, macht einen richtig edlen Eindruck. Schöne goldene Farbe. Ne, also könnte man auch irgendwo platzieren als Designteil. Also ich finde es sehr, sehr schön. Ich habe eine einfache weiße im Endeffekt. Und gut. Hier ist noch ein Schutz da, dass hier nichts versaut im Endeffekt, wenn es mal abhängig ist. Das braucht man ja nie mehr wieder eigentlich, ne? Weil da immer ein Bürstenkopf draufsteckt. Aber okay, ist mit dabei. So, die Bürstenköpfe haben einen normalen Härtegrad, das ist nun mal informativ, ne? Sind so leicht gewellt, ne? Und einmal hat meine Frau das schon ausprobiert, funktioniert wunderbar und auch die Reinigungsleistung, was ich auch sehr wichtig finde, ist sehr gut. Man kann halt hier auch unterschiedliche Funktionsweisen ausprobieren, welche einem zusagt. Ich ziehe das mal eben hier ab, verbinde das mal eben mit der Zahnbürste. Die Zahnbürste ist wasserdicht, IPX7. Das heißt, es ist kein Problem, auch ohne den Aufsatz, den zum Beispiel hier unter Wasser spülendem, also unter laufendem Wasser, nicht spülendem Wasser, sondern laufendem Wasser zu reinigen. Das ist kein Problem. Das hält das ganze System aus. Auch hier kann ruhig Wasser reinkommen, da dies eine induktive Reinigungseinheit, eine Ladeeinheit, ach, ich habe heute Versprecher hier, eine induktive Ladeeinheit ist, ist das hier im Endeffekt hermetisch abgeriegelt. Natürlich sollte man damit nicht tauchen gehen und dort seine Zähne putzen, aber so wird hier auch nichts passieren, weil hier alles hermetisch verschlossen ist. Das wird über Induktion wird da aufgeladen. Okay, ich setze das mal auf. Die Bürstenköpfe haben ähnliche Preise, also 18 Euro noch um was, wie die Oral-B. Ich habe das mal verglichen, sind aber auch qualitativ gut. Ja, muss ich dazu sagen, ich weiß es nicht, aber ist jetzt kein Billigschrott oder so, aus, klar, ist aus China, aber macht doch einen sehr, sehr guten Eindruck. Dafür zahle ich auch gerne mal einen guten Preis, wenn es auch eine gute Qualität hat im Endeffekt, ne? Also da kann ich
Ich habe andere Bürstenköpfe bei mir dran, die wesentlich schlechter sind als dieses hier. Okay, kommen wir jetzt hier dazu. Was haben wir hier noch? Eine Ladeeinheit. So, das ist die Ladeeinheit. Ich schiebe das mal alles ein bisschen auf Seite. Ja, mit einem echten Netzstecker. Ich habe noch eine Ladeeinheit mit einem USB-Stecker zum Beispiel. Das finde ich auch immer sehr ärgerlich, dass ich da immer ein USB-Ladegerät anstecken muss. Hier hat man einen vollwertigen Netzstecker dran. Diesen fügt man einfach in die Steckdose ein. Ich kann es mal eben hier vorführen, wenn man... Ja, die Zeit habe ich. Die Zeit nehme ich mir mal eben. So, man stellt es einfach hier ein. So bleibt es ja eigentlich auch den ganzen Tag auf der Ladestation. Ohne der Netzstecker. Der Netzstecker braucht nicht eingesteckt sein. Den braucht man nur alle 3 bis 4 Wochen, wenn der Akku leer ist. Und wenn der Akku zur Neige geht. Ich stecke das jetzt mal eben nur mal aus Neugiergründen mal ein. So, ich habe es jetzt eingesteckt. Ich hoffe, man kann das jetzt gleich mal erkennen. Ja, es zieht natürlich meine Kabelverlängerung, zieht das natürlich ein bisschen an. So, ich hoffe, man kann das erkennen. Ja, ganz schwach kann man es erkennen. Ich mache mal das Licht aus. Ich gucke mal, ob Sie das erkennen können. Hier leuchtet ganz schwach. Charge. Kann sein, dass Sie das nicht sehen können, weil es doch ein bisschen zu hell hier ist. Aber es leuchtet auf jeden Fall ein Charge und im Normalfall kann man es sehen, sage ich mal so, ist ein schwaches Charge hier integriert und dran merkt man auch, dass die Ladeeinheit die Zahnbürste auflädt. Des Weiteren hat man hier noch 5 Funktionen. Ich tue mal den Kopf ab, dann ist es auch leiser. So, ich hoffe, man kann es erkennen. So, das ist jetzt der erste Modus. Clean ist eigentlich, ich finde es eigentlich auch sehr stark. Dann hat man hier noch den Sensitive Modus, den man mit Doppelklick dann erreicht. Also im Endeffekt kann man hier auch jeden weiteren schnell erreichen, also jede weitere Funktion schnell erreichen. Das ist hier dieses Gum Care, dieses Zahnfleischschutz im Endeffekt, das massiert das Zahnfleisch. Ne, vielleicht kann man es ein bisschen hören, ne, auf eine sanfte Art im Endeffekt. Muss man gucken und schauen, ob es einem gefällt und gleichzeitig kann man natürlich die Zähne putzen. So, eins, so, und dann hat man hier noch einen Soft-Bereich. Der ist sehr niedrig und langsam mit 20.800 Vibrationen pro Minute. Ist es sehr langsam, ist für Kinder eher gedacht, ne? Dieser Soft-Modus. Ne, das kann man hier, ist halt schwach beleuchtet, aber ist erkennbar im Endeffekt. So, das war's. Danach fängt man wieder von oben an. Ne? Also wenn ich das durchscrollen wollte, kann ich das auch durch, bis man da zu der Einheit gekommen ist, die man gerne benutzen möchte. Dieser White ist ein sehr starker Modus, der richtig die Zähne, ja, soll eigentlich simulieren, dass es die höchste Reinigungsstufe ist. In diesem Fall ist meiner Frau aber auch definitiv zu stark. Ne? Meine Frau macht mit Sensitive. Das finde ich ja das Schöne dran, dass man hier 5 verschiedene Modis hat, die man ausprobieren kann und das jeweilige, was einem am besten liegt, dann ja, nimmt zum Zähneputzen. Okay. Im Großen und Ganzen war es das. Mehr gibt es eigentlich hier nicht zu erklären. Hier die Ladeeinheit, die rutscht jetzt immer ein bisschen runter, hier wegen meinem Dreifachsteckdose, die jetzt hier ein bisschen in der Luft hängt. Ist 1 Meter lang das Kabel, also 0,99 cm lang. So. Okay, funktioniert einwandfrei. 3 bis 4 Wochen kann man das Gerät dann benutzen, ohne es neu aufladen zu müssen. Das finde ich auch sehr gut. Ist bei meiner anderen natürlich auch so. Gut, das war es im Großen und Ganzen. Mehr gibt es eigentlich nicht darüber zu erzählen. Die Bürstenköpfe kann man nachbestellen bei der Firma. Lieben Dank fürs Zuschauen und ja, viel Spaß beim Zähneputzen. Schönen Tag noch. Dankeschön.